Kurz gesagt, so wird es auch gemeinhin in den Feuilletons gesagt, du bist mit Martin Walser und Günter Grass der wichtigste deutschsprachige Gegenwartsautor und ich oute mich da, für mich bist du der Wichtigste. Die Currywurst nennst du ja süßlich scharfe Anarchie. Schön. Ja, ja, würde ich sagen. Es ist, was mich interessiert, ist dieses Moment der Anarchie, wo die Autonomie des Subjekts sich behauptet und behaupten kann. Und das kann eben auch so auf vertrackte Weise passieren wie bei der Currywurst. Damit sind wir jetzt von dem Roman, der demnächst erscheint, bei dem ersten Roman von heute. Die Novelle, wie sie im Untertitel heißt, ist, ich habe es bereits gesagt, 1993 erschienen und umfasst zwei Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang spielt in der Gegenwart, das heißt in diesem Fall im Hamburg der 1990er Jahre. Es geht vordergründig um die Frage, wer die Currywurst erfunden hat und vor allem darum, wo sie erfunden worden ist. Und damit greift Uwe Timm tatsächlich eine Frage auf, die jetzt wirklich auch heiß diskutiert wird in Deutschland. Siebenmal fuhr ich nach Hamburg, 7 Nachmittage, der Geruch nach Bonawachs, Lysol und altem Talg. 7-mal half ich ihr, die sich langsam in den Abend ziehenden Nachmittage zu verkürzen. Sie duzte mich, ich siezte sie aus alter Gewohnheit. Man wartet ja auf nix, sagte sie, und dann nix mehr sehen. 7-mal Torte, 7-mal schwere, süß, massive Keile, Prinzregenten, Sacher, Mandarinensahne, Käsesahne. 7-mal brachte ein freundlicher Zivildienstleistender namens Hugo rosafarbene Pillen gegen zu hohen Blutdruck. 7-mal übte ich mich in Geduld, sah sie stricken, schnell und gleichmäßig klapperten die Nadeln. Das Vorderteil eines Pullovers für ihren Urenkel entstand vor meinen Augen. Ein kleines Strickkunstwerk, eine Wolllandschaft. Und hätte mir jemand erzählt, das sei das Werk einer Blinden, ich hätte es nicht geglaubt. Den Rock hatte sie für dieses Frühjahr etwas gekürzt. Ihre Beine konnten sich sehen lassen, noch wie sie dachte, denn in 3-4 Jahren wäre sie für einen derart kurzen Rock schon zu alt. Sie hatte sich die Beine mit der hellbraunen Strumpffarbe eingerieben, die Stellen, die etwas zu dunkel geraten waren, verstrichen und sich dann vor dem Spiegel einen feinen schwarzen Strich über die Waden gezogen. Mindestens 3 Schritte musste sie vom Spiegel weggehen, dann aber sah es so aus, als trüge sie Seidenstrümpfe. Auf dem Großneumarkt roch es nach Brand und nassem Mörtel. Am Millerntor war in der Nacht zuvor ein Haus von einer Brandbombe getroffen worden. Noch immer schwelte der Schuttberg. Die Büsche in dem Vorgarten waren von der jähen Hitze ergrünt. Die zu nah an der Brandruine stehenden verdorrt, einige Ästchen sogar verkohlt. Sie ging an dem Café Heinze vorbei, von dem nur noch die Fassade stand. Neben dem Eingang war noch ein Schild zu lesen, Swing-Tanzen verboten, Reichskulturkammer. Längst wurde der Schutt auf dem Bürgersteig nicht mehr weggeräumt, die Bars waren geschlossen, kein Tanz, kein Striptease. Sie kam zu Knopfs Lichtspielhalle, außer Atem, sah die Schlange, dachte, hoffentlich komme ich noch rein. Es stellte sich hinter einem Marinesoldaten an, einem jungen Bootsmann. So waren Hermann Bremer und Lena Brücker Schritt um Schritt hierher und hintereinander zu stehen gekommen. Und er hatte sie mit seinem Gepäck, einem Seesack mit einer darauf gebundenen, eingerollten, grau-grün gesprenkelten Feldplane gestreift. Macht nichts. Erst ein Zufall ließ sie ins Gespräch kommen. Sie kramte in ihrer Handtasche nach der Geldbörse, da rutschte ihr der Haustürschlüssel raus. Er bückte sich, sie bückte sich, sie stießen mit den Köpfen zusammen, nicht stark, nicht schmerzhaft. Er spürte kurz nur ihr Haar im Gesicht, sanft, weichblond. Er hielt ihr den Schlüssel hin. Was war ihr zuerst aufgefallen? Die Augen. Nee,
die Sommersprossen. Er hatte Sommersprossen auf der Nase. Mittelblondes Haar, hätte glatt mein Sohn sein können, sah aber noch jünger aus, als er war, damals 24 Jahre. Dachte im ersten Moment, er ist 19, vielleicht 20. Nett sah er aus, so dünn und hungrig. War so zögernd und etwas unsicher, aber mit offenen Augen. Sonst habe ich mir nichts dabei gedacht, nicht in dem Augenblick. Also ich spreche jetzt schon über am Beispiel meines Bruders, 2003 erschienen in diesem Buch, versucht Uwe Timm, sich ein Bild vom Kriegseinsatz des weit älteren Bruders Karl-Heinz zu machen. Der, so war er wohl, der Liebling des Vaters, hatte an der deutschen Ostfront des Zweiten Weltkriegs gekämpft und dort starb er 1943 an schweren Verletzungen. Erhoben werden, lachen, Jubel, eine unbändige Freude, diese Empfindung begleitet die Erinnerung an ein Erlebnis, ein Bild, das erste, das sich mir eingeprägt hat. Mit ihm beginnt für mich das Wissen von mir selbst, das Gedächtnis. Ich komme aus dem Garten in die Küche, wo die Erwachsenen stehen, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester. Sie stehen da und sehen mich an. Sie werden etwas gesagt haben, woran ich mich nicht mehr erinnere. Vielleicht, schau mal, oder sie werden gefragt haben, siehst du etwas? Und sie werden zu dem weißen Schrank geblickt haben, von dem mir später erzählt wurde, es sei ein Besenschrank gewesen. Dort, das hat sich das als Bild mir genau eingeprägt, über dem Schrank sind Haare zu sehen, blonde Haare. Dahinter hat sich jemand versteckt. Und dann kommt er hervor, der Bruder, und hebt mich hoch. An sein Gesicht kann ich mich nicht erinnern, auch nicht an das, was er trug, wahrscheinlich Uniform, aber ganz deutlich ist diese Situation, wie mich alle ansehen, wie ich das blonde Haar hinter dem Schrank entdecke und dann dieses Gefühl, ich werde hochgehoben, ich schwebe. Es ist die einzige Erinnerung an den 16 Jahre älteren Bruder, der einige Monate später, Ende September, in der Ukraine schwer verwundet wurde. Am 16.10.1943 um 20 Uhr starb er in dem Feldlazarett 623. Der Bruder fragt ihn, ob er den Weg zur SS-Kaserne kenne. Einen recht langen Augenblick regt sich der Mann nicht, als habe er nichts gehört, dreht sich dann langsam um und sagt, da, der Mond lacht. Und als mein Bruder nochmals nach dem Weg zu der Kaserne fragt, sagt der Mann, er solle ihm folgen und geht auch sogleich voran, schnell, schreitet rüstig aus. Er geht, ohne sich umzudrehen, ohne Rast durch die Nacht. Längst ist es zu spät, um noch zur Musterungsstelle zu kommen. Mein Bruder fragt nach dem Weg zum Bahnhof. Aber der Mann geht, ohne zu antworten, vorbei an dunklen Bauernhäusern, an Stellen, aus denen das heisere Muhen der Kühe zu hören ist. In den Radspuren splittert unter dem Tritt das Eis. Mein Bruder fragt nach einiger Zeit, ob sie denn auf dem richtigen Weg seien. Der Mann bleibt stehen, dreht sich um und sagt, ja, wir gehen zum Mond, da, der Mond lacht. Er lacht, weil die Toten so steif liegen. Meine Erziehung, mein Zuhause, also so wie ich nach 45 erzogen worden bin, dass das etwas ist, was sehr verbreitet war in der Gesellschaft, das ist... Da sind ja Hunderttausende sind in den Krieg gezogen, Hunderttausende haben sich freiwillig gemeldet, Hunderttausende sind umgekommen, Hunderttausende haben geschwiegen nach dem Krieg. Also diese Situation hängt ja damit zusammen, und da sind wir zumindest in Deutschland sehr geprägt worden, auch durch die Mentalität, die fatalerweise in Deutschland ja so eine sehr stark militarisierte Mentalität war, also gehorchen. Tapfer sein. Ich habe heute bei den Schülern schon gesagt, irgendwie, ich habe mit 12 Jahren zum letzten Mal geweint, einfach weil man
weil mein Vater mir beibrachte, also ein deutscher Junge weint einfach nicht, basta. Nicht? Aber diese fehlende Empathie und das fehlende Mitleid mit sich selbst umzugehen, hat natürlich auch dazu geführt, dass man kein, also Selbstmitleid, was Gutes ist, hat auch gefehlt, in der Form des Mitleids, dass man sich in den anderen so hineinversetzt, dass viel mehr Leute Nein gesagt hätten, das verhindert hätten. Was du sagst, da ist sicherlich was dran, ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, aber ein Historiker, der hat ein Buch geschrieben über seinen Großvater, der auch bei der SS war, nie drüber geredet hatte und der dann dieses Buch am Beispiel meines Bruders gelesen hat und plötzlich den ganzen Familienmitgliedern dieses Buch geschenkt hat. Also er hat erst nicht drüber geredet, sondern er hat erst das Buch geschenkt und darüber hat dann diese Familie, gibt es ein Buch drüber, wieder also ein Buch über das Buch, sind die ins Gespräch gekommen und darin hat dieser Historiker jetzt die Geschichte seines Großvaters aufgerollt. Also da ist dieses Teil wieder so als auslösender Prozess gewesen, dass man sich erinnert, dass man sich dieser Erinnerung auch diesem Grauen stellt, dieser Fürchterlichkeit.